Hallihallo, ihr befindet euch in Karos Einfallsreich im wunderschönen Schwabach. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu unserem letzten Stampin' Retreat. Und zwar habe ich ja da von der Andrea diese coole Box gekriegt. Und dann habe ich relativ viele Reaktionen bekommen. Oh, das ist ja cool, kannst du das mal nachbasteln? Und natürlich hätte ich auch die Andrea einfach fragen können, wie sie das gemacht hat. Und ich habe mir das aber so angeschaut, ich meine, das musste er irgendwie selber rausfinden. Und dann habe ich da mal so angefangen und dann hat sich die Ecke so gelöst und zack, hatte ich das Ding auseinandergenommen. Upsi. Aber ich habe es ja wieder zusammengebaut, ne? Was ich herausgefunden habe, ist, dass das mit 99%iger Sicherheit eine Stanzform war, die es offensichtlich leider nicht von Stampin' Up gibt oder nicht mehr gibt, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich dann einen Entwurf entwickelt, wie man das basteln kann, auch ohne diese Stanzform. Und tada, das ist meine Variante. Die ist ein bisschen flacher, dafür aber größer. Also ein bisschen anderes Format, aber natürlich, ihr kennt mich, mal wieder so ausgelegt, dass es auf A4 gut geht. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Wir legen es mal kurz beiseite. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Stück Farbkarton. Eins für den Deckel, eins für den Boden oder für die Box an sich. Und der eine ist schwarz, das wird die Box. Und der andere ist Bonbonrosa, das wird der Deckel. Und die haben die Maße, beide Stücke sind gleich groß, haben die Maße 29,7, also ein ganzer A4-Streifen in der Länge runter und in der Breite 10,5, das heißt also ein halbes Blatt A4. Ihr könntet also rein theoretisch, wenn ihr es nicht zweifarbig haben wollt, aber ich meine, das ist ja der Clou von diesem asymmetrischen Schnitt, aber ihr könntet es rein theoretisch aus einem Bogen Farbkarton machen oder ihr kriegt eben zwei Boxen aus zwei Bögen Farbkarton. Gut, was machen wir damit? Als erstes nehmen wir uns mal den Deckel. Und ich habe schon mal ein bisschen angefangen zu stempeln, dass das jetzt hier nicht so lang dauert. Und ich nehme mir eine andere Unterlage und stempel da mal weiter. Und zwar habe ich da verwendet das Stempelset, auf Deutsch heißt es, glaube ich, Landhausrosen. Ich konnte mit den deutschen Sprüchen mal wieder nichts anfangen. Ja, also ich kann jetzt auch nicht mit allem, was da in Englisch da ist, was anfangen. Aber ich finde halt Friends Forever war besser als dieses, was auch immer es auf Deutsch ist. Also das finde ich so ein bisschen lahm, wie immer halt. Und zu dem Tier, also wie ich dieses Nilpferd gesehen habe, ist mir sofort dieser Spruch It's going to be fab eingefallen. Das fand ich irgendwie total passend dazu. Deswegen, ja, verwende ich hier dieses Stempelset zum Dekorieren. Und hier habe ich mir schon mal diese ganz große Rose oder dieses große Blütenmotiv auf einen Stempelblock gezogen und stempel da einfach willkürlich, also so, dass halt das Motiv gut oder dass das Papier gut bedeckt ist. Hier auf meinen Farbkarton und zwar mit Memento Schwarz, dass überall was ist. Dass wir uns praktisch so ein bisschen unser eigenes Designerpapier gestalten. Das muss jetzt auch nicht so mega super duper genau sein. Wir müssen halt überall ein bisschen was haben, damit keine allzu großen Lücken entstehen, weil sonst schaut es langweilig aus. Was mache ich denn da unten noch rein? Hier so ein bisschen dieses Gestrüpp hier. Genau, wunderbar. Das taugt mir so. Also wie gesagt, da keine Wissenschaft draus machen. Einfach drauf losstempeln. Dann packe ich das hier wieder weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Und dann können wir falzen. Und zwar nehmen wir uns als allererstes mal den Boden und den legen wir bei der kurzen Seite an und falzen bei 3 cm. Also einmal hier 3 cm und dann legen wir die lange Seite an. Da fahre ich jetzt meinen Arm aus und da falzen wir bei 11 cm, bei 14 cm, bei 25 cm. Na komm. Und bei 28. So. Da ist jetzt eine relativ breite Klebelasche. Man hätte da natürlich vorher irgendwie noch so, was weiß ich, einen halben Zentimeter abschneiden können. Aber ja, was machen wir jetzt mit einem halben Zentimeter? Also, das ist für mich vertretbar hier. So, und der Deckel, der muss ja so ein bisschen so minimal größer sein. Also
Von der Lasche her nehme ich trotzdem 3 cm, das geht sich aus, habe ich schon ausprobiert. Funktioniert. Also, kurze Seite, Deckel auch wieder 3 cm. Aber von der Breite her machen wir den so ein bisschen größer, damit er sich gut reinschieben lässt, die Box in den Deckel. Und zwar machen wir da 11,1. Immer 1 mm dazu geben. 11,1, 14,2. Fünfundzwanzig Komma drei und 28,4. So, dann haben wir da ein bisschen mehr Spiel. Dann ist die Klebelasche hier jetzt nicht mehr so groß. Gut. Dann müssen wir uns ein bisschen was markieren. Sieht man das hier? Ich mache das auf der Innenseite, da sieht man es besser. Und ich ziehe uns einmal die Faltlinien hier schon mal gut nach. Den Deckel müssen wir ja noch ein bisschen bearbeiten, damit der dieses asymmetrische Finish da bekommt. Das heißt, da ziehe ich mir jetzt erstmal die Faltlinie nach, damit ihr das auch ein bisschen besser sehen könnt, wo wir da markieren. So, okay, dann nehmen wir uns ein Lineal und einen Stift. Und dann markieren wir uns hier von diesen Längsfalzlinien. Da markieren wir uns jetzt hier bei der ersten Falzlinie. Machen wir eine Markierung bei 3,75. Warum so ein komisches Maß? Weil dieses Stück hier bis zu dieser Falzlinie 7,5 cm sind und die Hälfte von 7,5 ist halt 3,75. Also da die Hälfte. Und die nächste Falzlinie lassen wir aus und bei der übernächsten, also bei der dritten Falzlinie, machen wir das gleiche nochmal. Also auch eine Markierung bei 3,75. Gut, halt, brauchen wir noch. Dann verbinden wir jetzt die Ecke mit dieser Markierung. Also einmal die Ecke mit der Markierung. So. Dann geht es im Zickzack wieder hoch. Und zwar gehen wir zur nächsten Falzlinie. Und da, wo die auf die Kante von dem Papier trifft, da ist unser Endpunkt von unserer Linie. Das heißt, da kommt die nächste Verbindung. Haben wir so einen Zickzack. Dann geht es im Zickzack wieder runter von dem Punkt, wo wir gerade aufgehört haben, zu unserer nächsten Markierung. Und von der Markierung wieder rauf zur nächsten Falzlinie, da wo die am Papier endet, da wieder im Zickzack zurück. So, dann haben wir hier einmal Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, heu, heu, heu. Und an dieser Linie schneiden wir jetzt auch, wo habe ich denn meine Schere hin? Hier. Also einmal hier an der Linie runter. Und dann hier. Da ist jetzt der Monk in mir natürlich wieder, der es ganz genau haben will. So. Ich habe versprochen, dass das Papier optimiert ist. Es stimmt nicht ganz, weil natürlich dieses Teil hier, das ist Rest, das kommt weg. Ihr könnt, wenn ihr mögt, das natürlich aufheben für kleinere Stanzteile. Oder was weiß ich, die bestempelte Seite für irgendwas anderes verwenden, irgendwelche Etiketten oder sowas. Aber das ist tatsächlich Rest hier. Kommt jetzt mal weg. Und dann müssen wir hier natürlich den Boden auch noch ein bisschen bearbeiten. Bei den geraden Boxen, Verzeihung, geht's. Bei den großen Stücken geht es gerade hoch. Und bei den kleinen Stücken schneide ich mir hier so einen Winkel ein, damit wir hier so eine Klebelasche haben. Also die großen Stücke gerade hoch und die kleinen Stücke im Winkel anschneiden. Dieses Eck hier hinten kommt komplett weg und nachdem das ja auch eine Klebelasche wird, hier schräge ich das hier so ein bisschen an. Und hier oben schräge ich auch an und zwar relativ großzügig, weil wir müssen ja hier zusammenfinden und hier haben wir ja auch eine Schräge, ne? Und damit das auf keinen Fall hier drüber ragt, schräge ich hier relativ großzügig an.
Genau, das wäre dann der Deckel, der Boden oder die Box an sich. Die machen wir fast genauso. Da brauchen wir das Zickzack hier oben nicht, weil da soll ja eine Box draus werden. Das heißt also, dann brauchen wir nichts anzeichnen. Dann müssen wir uns nur hier einmal die Faltlinie nachziehen und den Boden so einschneiden, wie wir es jetzt hier gerade beim Deckel auch gemacht haben. Also die großen Stücke gerade, die kleinen Stücke in Winkel. Fitzel kommen weg. Hier auch wieder gerade, Winkel, Winkel. Und das wird hier die Klebelösche. Die brauchen wir jetzt hier oben auch nicht so wahnsinnig großzügig anschrägen, weil da ist ja eine gerade Kante, ne? Und dann setzen wir es halt zusammen, wie wir Boxen zusammensetzen. Ich nehme Flüssigkleber, weil ihr wisst, ich mag den, also nehme ich ihn auch. Man kann da natürlich auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Halt irgendwas, was gut klebt, was stark hält und auch eine Weile lang hält. Nicht, dass euch eure Box gleich wieder auseinanderfällt. So. Also. Dann ist ja hier unsere Naht, unser Saum. Das heißt, das ist hinten. Dann klappe ich jetzt zuallererst die hintere Lasche ein. Und auf die anderen Laschen kommt Kleber drauf. So, also die Seitenflügelchen rein. Gucken, dass wir hier einigermaßen rechtwinklig unterwegs sind. Und dann hier die Klappe oben drauf, dass der hier nicht irgendwie verzogen ist. Das schaut ganz gut aus. Und dann gehe ich von innen nochmal mit dem Falzbein dagegen und gucke, dass alles gut klebt. So. Die Box an sich ist schon fertig. Dann machen wir den Deckel genauso. Auch da Kleber auf die Klebelasche. Einmal zu. Gut andrücken, dass es auch zu bleibt. Wir haben hier wieder die Naht, das heißt, das ist die hintere Seite. Da kleben wir die oder klappen wir die Lasche als erstes rein und dann an die anderen Seiten. Auch da wieder Kleber. Schwupp, schwupp. Und hier drüber und schauen, dass wir hier halt einigermaßen im rechten Winkel sind. Und da ist natürlich der Flüssigkleber ganz dankbar, weil da kann man noch so ein bisschen hin und her ruckeln. Und dann von der Innenseite einmal mit dem Falzbein dagegen, dass es gut hält. So, das ist hinten dieses Vorne. Na komm, setz dich zusammen. So. Habe ich tatsächlich. Nee, ist schon so rum richtig. Ich dachte schon, ich habe es irgendwie andersrum, die Diagonale. Nein, passt schon. Nein, tatsächlich, ich habe die Diagonale andersrum. Wie habe ich das jetzt geschafft? Ach, weil ich wahrscheinlich andersrum gefalzt habe, die Bodenlasche, die 3 cm. Je nachdem, wo die sind, ob man die 3 cm nach oben oder nach unten legt, ist die Schräge andersrum. Das habe ich jetzt natürlich nicht bedacht. Hoppla. Naja, das ist halt jetzt so rum diagonal. Also, ich weiß nicht, ob. Ich habe hier meine super tolle Skizze. Je nachdem, wo die Lasche hier liegt, also ob die Lasche unten auf der Seite liegt oder ob die Lasche auf der Seite liegt und wir dann so rum die Diagonalen ziehen, je nachdem ist dann der Deckel unterschiedlich in der Schräge. Also entweder so rum oder wie bei mir jetzt hier so rum. Ne? Das könnt ihr euch noch überlegen. Ich meine, wir könnten natürlich auch diese Seite als Vorderseite nehmen. Ach nee, das ist genauso falsch rum. Ja, okay. Also, so wie ich es gemacht habe gerade im Video, ist es so gefalzt. Ja? Und wenn ihr beim Falzen von der langen Seite das andere Stück nach oben nehmt, das heißt da, wo die 3 cm sind, nach oben nehmt und die Klebelasche auf der anderen Seite landet sozusagen, also spiegelverkehrt, dann habt ihr das andersrum.
Gut, dass wir das auch mal geklärt haben hier. So. Zwei fast identische Boxen und ein bisschen Deko haben wir natürlich auch noch. Ah, ich habe euch noch gar nicht gezeigt. Innen drin habe ich so ein Badesalz reingepackt, aber ihr seht schon hier, also da ist noch ordentlich Platz, da kann auch noch ein bisschen Süßigkeiten oder sowas dazu. Und dann kann man das hier für einen fabulösen Geburtstag verschenken oder vielleicht auch für so Sachen wie Junggesellenabschiede oder solche Scherze. Finde ich, da passt das Ganze gut. Ihr könnt es natürlich auch anders dekorieren, aber ich mag halt rosa, wie ihr wisst. Deko ist das Stichwort. Lassen wir uns das mal da, dann können wir mal gucken, können wir ein bisschen abschauen. Ich habe mir Pergamentpapier genommen und wieder meine Lieblingsstanze, nämlich das entzückende Etikett. Und da stanze ich mir jetzt einfach eins aus. Das kommt in den Hintergrund. Und ihr seht ja, ich habe hier so ein Fake-Schleifchen da dran gebunden. Die Andrea hat das auch ganz süß gemacht. Die hat die Box praktisch nochmal verschlossen mit einem Schleifchen, hat das dann nochmal rumgezogen. Wir haben das ja als Bastler geschenkt gekriegt und wir Bastler machen halt einfach wieder eine Schleife dran und gut ist. Aber es gibt ja, wenn man das jemandem verschenkt, der jetzt nicht so geübt im Schleifenbinden ist, dann kriegt der da die Schleife nicht mehr zu. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache hier nur so ein Fake-Schleifchen hin. Die Box hält ja auch zusammen, ohne dass man sie zusammenbindet. Da muss ich aber hier irgendwo einen Ankerpunkt finden. Da habe ich mir diese neue Stanze, diese Trio-Stanze genommen, von der ich vergessen habe, wie sie heißt. Ich schreibe euch das in die Infobox. Und die hat ja hier so einen Schlitz, so eine Schlitzausstanzung. Da lege ich mir jetzt einfach dieses Etikett rein. Hoffe, dass ich irgendwie mittig komme, in etwa ungefähr. Könnte man sich jetzt natürlich auch wieder irgendwie auszeichnen, aber pff, also. So, und stanze mir da so einen Schlitz in die, mehr oder weniger in die Mitte. Passt schon. Und da nehme ich mir das locker gewebte Geschenkband in Bonbonrosa. Das ist übrigens, habe ich gesagt, dass das Bonbonrosa ist? Jetzt sage ich es. Und fädel mir das hier durch. Und mache mir hier einfach nur so einen Knoten. Also, wenn ich es schaffe, einen Knoten werde ich ja wohl noch auf die Reihe kriegen. So. Also, einfach hier nur so einen Knoten. Man könnte da jetzt auch nochmal wirklich ein richtiges Schleifchen binden. Aber ich fand das so ganz putzig. Mir hat das so auch einfach gereicht. Einmal Knoten, dann das schneide ich mir nochmal schön ab, wollte ich sagen. So schräg anschneiden, dann schaut es auch wie so ein kleines Schleifchen aus. Das taugt mir. Dann habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, damit wir das jetzt nicht noch ausstanzen müssen. Nämlich das Hippo, das kleine Ballerina, Hippo. Das kommt aus dem Stempelset Hippe Grüße. Das ist ja momentan in der Celebration. Für 60 Euro Bestellwert könnt ihr euch das als Gratisprämie dazu mit aussuchen. Und das hat zum einen Stanzformen, wo man die Ballerina ausstanzen kann. Und zum anderen hier diese Sonnenbrille. Da-da. Und diese Sonnenbrille, die habe ich ja, na komm, geh her, schon verwendet hier bei unseren Wichteln. Und da habe ich ja nur die schwarzen Gläser sozusagen gebraucht für den Wichtel. Und dann hatte ich die Brille übrig. Und die verwenden wir jetzt, diese Brille. Also, Brille einmal in schwarz ausstanzen. Das Hippo habe ich mir, oder das Nilpferd habe ich mir auf Grundweiß einmal mit Memento schwarz aufgestempelt, ausgemalt mit Granit und mit Wassermelone. Wenn ihr jetzt da Bonbonrosa habt, dann könnt ihr das natürlich auch nehmen, aber ich habe nur Wassermelone und das ist nochmal ein bisschen dunkler. Also Wassermelone und mit Schwarz hier. Also die kleine Ballerina hat ein schwarzes Röckchen gekriegt und dann schaut sie auch eher aus wie so eine kleine Rockerbraut, finde ich. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera sehen kann. Ich habe mir den Rock und die Schuhe und ihre schwarzen Fingernägel auch ein bisschen beglitzert mit Wink of Stella. Und die Brille habe ich auch schon ein bisschen beglitzert. Das sieht man jetzt wirklich nicht. Okay, die habe ich auch beglitzert mit Wink of Stella. Und dann nehme ich mir jetzt hier so ein bisschen Rest von dem Pergamentpapier her und klebe mir, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen futzelig, ich gebe es zu, aber es hat einen coolen Effekt, ich verspreche es euch. Also, ein bisschen Kleber, vorsichtig, wenn er nicht zugebubbelt wäre hier. Das ist unser ganz normaler Flüssigkleber, den habe ich in so eine Flasche mit so einer feinen Tülle abgefüllt, damit man das ein bisschen besser dosieren kann.
ganz vorsichtig hier so ein bisschen Kleber drauf. Das klebe ich mir hier auf Pergamentpapier. So. Ja, sollte ich vielleicht jetzt nicht unbedingt diese Riesenschere zum Ausschneiden nehmen. Wir nehmen mal eine etwas kleinere und schneide hier einmal rundherum. Ist ja jetzt auch nicht so eine komplizierte Form, also das geht schon. So. Das hätte ich vielleicht auch vorbereiten können, aber gut. Wenn man jetzt so ein furchtbarer Monk wäre, würde es auch schneller gehen. Fällt ja hinterher auch nicht so auf, weil es Pergamentpapier ist, wenn so ein bisschen was übersteht. Aber ihr kennt mich ja, ich bin ja da päpstlicher als der Papst. Selbst im Video, wo man eigentlich Zeitmangel hat. Wurschti. Gott. So wäre die Sonnenbrille jetzt noch eher eine durchscheinende Brille. Und jetzt gehe ich her und nehme den Blend in Schwarz, und zwar in Schwarz hell, und mal mir hier die Gläser an. Ich kann da nämlich das Pergamentpapier tatsächlich anmalen damit. So. Möglichkeit jetzt nicht reinlangen, weil es ist jetzt natürlich noch ein bisschen feucht. Wenn man jetzt direkt reintatscht, dann hat man schwarze Finger. Gut. Und ich hoffe, also ich weiß nicht, ob man es im Video wirklich sehen kann, aber dadurch haben wir natürlich den Effekt, dass die Sonnenbrille, so wie eine echte Sonnenbrille, halt so ein bisschen durchsichtig ist. So sieht man es jetzt vielleicht ein bisschen, ne? Sie ist so ein bisschen durchscheinend. Wenn wir ihr die jetzt aufsetzen, dann sieht man so ein ganz kleines bisschen ihre Augen noch durch. Selbst wenn sie die Sonnenbrille auf hat. Wie bei einer echten Sonnenbrille. So, und jetzt machen wir da das gleiche Spiel. Auch wieder von hinten so ein bisschen Kleber halt auf den Rand der Brille. Und dann setzen wir die auf. Und ich finde, das schaut mega, mega cool aus. Das hat doch was, oder? Gut, dann kommt das Ganze hier natürlich noch zusammengesetzt. Das heißt, also ich nehme Dimensionals. Da kriegt sie zwei auf den Bobbers. Aber nur, wenn ich es von dem Ding abkriege. Einmal, zweimal. Das setze ich hier auf das Etikett mit drauf. Mehr oder weniger mittig. So, passt schon. Und dann mache ich einfach da, wo diese zwei Dimensionals waren, nochmal welche drunter, weil dann wackelt das auch nicht irgendwie, sondern es an der Stelle, wo man es runterdrückt, da ist auch was zum Runterdrücken. Und das setze ich mir jetzt hier mit drauf. So ein ganz kleines bisschen nach unten versetzt, mittig, aber so ein bisschen nach unten, weil da oben kommt ja noch unser Spruch hin. So. Gut, wo ist der Spruch? Den habe ich nämlich schon, genau. Den habe ich mir in weiß embossed auf schwarzen Farbkarton. Das ist der Spruch hier wieder aus der Cottage Rose. It's going to be fab. Ihr könnt natürlich irgendwas anderes auch verwenden, wenn ihr möchtet. Da kommt auch ein Dimensional drauf. Das ist eine alte Stanze, die ich da verwendet habe. Und zwar der 1/3 Inch Kreis. Ihr könnt aber auch von den lagenweisen Kreisen einen nehmen. Oder halt irgendein anderes Etikett, was ihr habt. So, und das kommt hier oben so ein bisschen schräg mit drauf. Und dann kommen noch ein paar Glitzis hin. Weil Glitzi geht immer, wenn ich jetzt dran. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ich das jetzt nicht genauso machen kann wie hier auf meiner Vorlage. Da mache ich es jetzt hier unten hin, damit es in der richtigen Flucht ist. Hier in meiner Vorlage hatte ich ja so die Diagonale gezogen und dann war praktisch in der Laufrichtung hier unten auf dem Boden von der Box noch was drauf. Aber im Grunde ist es ein bisschen wurscht, in welche Richtung das Ganze geht. Also, wir haben festgestellt, es macht einen Unterschied, wo die Klebelasche ist.
auf welche Seite und auf welche Seite die Bodenlasche ist, sozusagen von unserem Deckel. Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr die Diagonale so oder so haben möchtet. Beides ist möglich. Und das ist mein kleines Projekt für heute. Ich finde, es macht ein bisschen was her, weil es einfach eine ungewöhnliche Form ist, nur durch diesen asymmetrischen Deckel. Ist irgendwie cool. Und hier unsere Rocker-Ballerina da, die ist doch sowieso cool, oder? Geht es als Rocker durch? Keine Ahnung, ich bin da nicht so im Thema drin. Wie auch immer, ich finde, es ist ein cooles Projekt. Ich hoffe, ihr hattet da auch ganz viel Spaß dran. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und macht's gut. Ah, halt, eins habe ich noch. Heute gibt es noch was Besonderes. Vielleicht habt ihr schon entdeckt auf meinem Kanal. Müsst ihr mal ein bisschen spitzen. Ich habe schon was vorbereitet für euch für Weihnachten und zwar zusammen mit der Ingrid. Ich hoffe, ich habe euch jetzt genug spannend gemacht oder das euch genug schmackhaft gemacht, dass ihr da noch mal ein bisschen guckt. Genau, und jetzt verabschiede ich mich aber. Macht's gut. Tschüss.